Auf meinem Nachttisch stehen zwei Rosen. An die Stiele und das Blatt, die ins Wasser hängen, haben sich winzige Perlen gereiht. Wie schön und rein dies aussieht, welch kühlen Gleichmut es ausstrahlt, dass es dieses gibt. Dass der Wald so einfach weiter wächst, das Korn und die Blumen. Dass Wasserstoff und Sauerstoff sich zusammengetan haben, zu solch wunderbaren, lauwarmen Sommerregentropfen. Die weißen Wolken segeln über den Himmel, die dunkle Erde und der klare Himmel. Ich möchte Ja sagen zu allem. Ja, ich weiß den Weg. Oh, es ist eine Wonne, ein Mensch zu sein. Dann schlägt mir jemand die Türe zu. Es ist wieder dunkel, Nacht. Ein kleiner Mensch, zusammengekauert, gedrückt von seinem Jammer, hockt im Dunkeln, denkt, grübelt, erkennt, dass es umsonst ist, dass er es nicht erreichen wird. Auch hier spüren wir etwas vom Krieg. Denn kaum eine Minute bleibt das Ohr verschont von dem Geräusch der Flugzeuge. An Pfingsten jedoch war es ganz herrlich und es ist wunderbar, dass nichts die Natur aus ihrem Gange bringt. Wie wir so im Grase lagen, über uns die so lichtgrünen Buchenzweige vor dem mit weißen Spinnenweben überzogenen Himmel. Da konnte Krieg und Sorge kaum mehr Platz finden neben dieser Schönheit. Ich arbeite immer noch im alten Tempo. Ich freue mich kindlich über jeden Fortschritt. Aber dann sehe ich manchmal den dunklen Schacht unserer Unwissenheit und sehne mich nach einem geschlossenen Weltbild. In der Schule wurde uns gesagt, die Einstellung eines Deutschen sei eine bewusst subjektive. Solange sie dabei nicht auch objektiv ist, kann ich dies nicht anerkennen. Die Einstellung der meisten Leute hier ist so: Wie der Krieg ausgeht, ist egal. Wenn nur mein Sohn oder Mann bald wieder gesund heimkommt. Es ist entsetzlich, dass uns in diesem Alter alle Wege versperrt sind, wo uns doch die Welt offen stehen müsste. Man kommt sich immer mehr als Gefangener vor. Neulich träumte ich sei in einer Gefängniszelle. Gefangen über den ganzen Krieg. Ich hatte einen dicken, eisernen Ring um den Hals. Das war das Unangenehmste an dem Traum. Jedenfalls glaube ich, dass der Einzelne, wie der Ausgang auch sei, zu wachen hat. Und erst recht dann, wenn ihm das schwer gemacht wird. Es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Derjenige allerdings muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter vor seinem eigenen Gewissen. Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich aufsteht und ein neues geistiges Europa aufrichtet. Nicht über die Judenfrage wollen wir in diesem Blatte schreiben und keine Verteidigungsrede verfassen. Nein, nur als Beispiel wollen wir die Tatsache kurz anführen. Die Tatsache, dass seit der Eroberung Polens 300.000 Juden in diesem Land auf bestialischste Art ermordet worden sind. Hier sehen wir das fürchterlichste Verbrechen an der Würde des Menschen. Aber auch hier ist uns vom Schicksal eine glänzende Gelegenheit geboten, uns zu bewähren. Vielleicht soll man das auch nicht zu gering schätzen. Die Rosen verblühen schon. Aber noch liegt der schwere Duft des Sommers über allen Gärten. Und gäbe es auf der ganzen Welt nur eine einzige, zarte Rose, so wäre ihr Duft stark genug, um mir ein Wegweiser zu ihr zu sein.